Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit dem Karrieremodus mit dem FC Hansa Rostock hier bei EAFC 24 FIFA. FIFA neu, FIFA ganz neu, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und ja, Leute, wir müssen reden. Rezo würde sagen, es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Ich habe ja schon mal ein Statement abgegeben dieses Jahr nach der Choreografie bei Pauli. Oder ich sag schon mal vorab, wir haben leider heute ein bisschen zu besprechen. Wir werden aber tatsächlich nochmal gucken, welches Spiel wir spielen werden. Da schauen wir dann nochmal auf die Tabelle, da schauen wir gleich gemeinsam nochmal drauf, welche Spiele anstehen tatsächlich, bevor es in die Winterpause geht. Und ja, ich muss einmal ganz kurz ein bisschen Real Talk machen. Also zum einen tatsächlich bin ich der Meinung, dass nach dem vorletzten Spiel tatsächlich gegen Schalke hätte ich auf jeden Fall schon wieder gefordert, dass der Trainer raus muss. Jetzt ist der Trainer in Real Life raus. Ich bin sehr gespannt, welcher neuer Trainer kommt. Das erstmal vorweg. Ich sehe das als eine riesengroße Chance. Also an der Stelle nochmal alles Gute und vielen lieben Dank an Alois Schwarz und an den Co-Trainer Demi. Also vielen lieben Dank, dass ihr uns quasi vor dem Abstieg gerettet habt, sonst könnten wir gar nicht zweite Liga spielen. Und ja, da wollte ich tatsächlich auch mit den über die Ausschreitung halt mit euch reden, weil was da passiert ist, wer es nicht gesehen hat, seid froh. Also die Schalke haben irgendwie wie so Minecraft-Hammer, die haben so einen Sicherheitshammer dabei gehabt und haben irgendwie die Glasscheibe rausgeknüppelt, also total krass. Moment, ich muss einmal kurz mich räuspern. Ja, die haben die Glasscheibe halt rausgehauen. Dadurch sind die alle einige Schalke-Fans in den Pufferblock gegangen, weil es ist ja so, im Ostseestadion total bescheuert, ist halt so, dass der Gästeblock direkt neben dem Ultrasblock ist, also auf der Südtribüne quasi. So, es war mal ursprünglich anders gedacht, das mal die Erklärung dazu. Es war tatsächlich im Ostseestadion mal anders gedacht und die Fanszene war eigentlich direkt gegenüber im Prinzip vom Auswärtsblock. Das Krasse ist aber, die Fans haben irgendwann gesagt, nö, wir wandern jetzt. Und dann sind sie auf den Süd gegangen und dann haben sie irgendwann gesagt so, oh nö, hier bleiben wir, hier finden wir es halt cool. Also das heißt, es war tatsächlich ursprünglich wirklich so geplant. Das Problem ist nur, es muss jetzt was verändert werden. Der Gästeblock muss irgendwo anders hin. Ich weiß, es gibt einige Fanclubs gegenüber, die sagen, nee, die wollen natürlich nicht ihre Kurve verlieren. Kann ich alles verstehen, aber das Ding ist, das muss gemacht werden. Sonst passieren immer wieder, ich nenne das Kind beim Namen, sonst passiert immer so eine Scheiße. Es wird immer provoziert, es werden immer Raketen darüber geballert, etc. pp. Trennt diese Fangruppierungen bitte einfach. Das verlange ich wirklich von Hansa und ich hoffe, sie werden das auch tun. Ja, und dann hatten wir gestern quasi, also für euch vorgestern, also am Freitag, das Spiel gegen Paderborn. Ja, haben wir 3-0 verloren. Kolke hat rot gesehen. Hansa-Fans wieder, oder einige, nicht alle Hansa-Fans, aber haben sich wieder absolut blamiert. Also es ist wirklich eine Blamage, wie man sich aktuell benimmt. Es ist für mich tatsächlich als Hansa-Fan auch, finde ich, sehr, sehr schwer aktuell, weil ich bin ehrlich, ich schäme mich dafür. Also ich schäme mich dafür wirklich, einfach, dass so ein paar Leute da einfach hingehen wegen Pöbeleien. Alles halt, was da passiert ist, dass schon während der ersten Halbzeit 150 Fans, wie ich gehört habe, rausgegangen sind und sich da aufgestellt haben und irgendwie die Polizisten beworfen haben. Also wirklich, ey, also Fans, ne, in Anführungsstrichen Fans, ganz tolle Fans, die während gespielt wird, schon nach draußen gehen, bevor die erste Unterbrechung war. Also da denke ich mir einfach so, was seid denn ihr für Fans? Es tut mir wirklich leid, aber was sind das für Fans? So, also unfassbar. Und dann ist wohl noch eine Sache passiert, dass ein Zivilist tatsächlich schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen ist, weil wohl ein Hansa-Fan über eine Absperrung rübergeklettert ist und einen in Anführungsstrichen neutralen Fan, einen ganz normalen Besucher, der jetzt nicht ein Ultra-Fan von Paderborn ist oder so, wohl irgendwie super krass doll am Kopf verletzt hat. Ey, das geht gar nicht. Also so langsam müssen wir da echt was ändern. Der Verein muss was tun. Ich bin dafür, wieder ein Choreo-Verbot wie im letzten Jahr auszusprechen. Ich bin dafür, dass nur noch gesagt wird, es fahren zum Beispiel nur noch 500 Auswärtsfans, die ausgewählt sind und personalisierte Karten bekommen zu Auswärtsspielen. Allgemein sollten Karten, Fußballkarten personalisiert werden, weil dann ist einfach die Hemmschwelle höher und alle denken sich so, nee, ich trau mich lieber nicht und ich gehe da jetzt lieber irgendwie halt nicht dran oder zündet jetzt hier ein Bengalo und sowas. Also das ist wirklich scheiße. Und ganz ehrlich, ihr schadet diesem Verein. Ihr schadet einfach diesem Verein, den wir anscheinend alle irgendwo lieben, also zumindest die Fans halt.
Und das ist einfach da, also sorry, aber das ist selten dämlich. Das ist wirklich dämlich und das hat da einfach nichts zu suchen. Und es kann nicht sein, dass da immer wieder irgendwelche Krawalle auffallen. Und das schadet doch dem Verein. Und ganz ehrlich, dieses ganze Image auch mit diesem, ja, und das ist hier irgendwie ein rechter Verein und so weiter und so fort. Oder haben halt diese Fans, natürlich haben wir diese Fans, leider haben sehr viele Vereine leider diese Fans, aber da muss was gemacht werden. Hansa stellt sich immer so da und sagt, ja, wir wollen unpolitisch sein. Das Ding ist aber, wenn es einen Verein gibt, der das aktuell nicht sagen kann, dass wir versuchen, unpolitisch zu sein als Verein, ist der FC Hansa Rostock. Das geht so nicht. Da muss jetzt klare Kante halt gezeigt werden, damit die Leute auch sehen, okay, es passiert was. Und ich find's einfach krass, dass die ganze Zeit nichts gemacht wird. Und dann wird jetzt tatsächlich nach dem Paderborn-Spiel so ungefähr gesagt, ja, wir kommen da halt nicht gegen an, wir können da halt nichts gegen tun. Also ich bitte euch, also irgendwas muss jetzt einfach kommen. So, das wollte ich jetzt einmal loswerden. Ich distanziere mich nach wie vor davon. Ich finde das super beschämend und super peinlich. Wenn sich da irgendwelche Leute, ey, irgendwie dann sagen, jo, das ist die dritte Halbzeit und sowas. Ey, ganz ehrlich, dann trefft euch bitte irgendwo auf dem Acker. So, wenn ihr das unbedingt machen müsst, dann haut euch gegenseitig bitte die Fresse dick, sprecht mit irgendwelchen Fanbeauftragten des gegnerischen Vereins und trefft euch vor oder nach dem Spiel. So, aber da, wo ihr niemanden stört, wo ihr niemanden verletzt, wo kein Schaden entsteht, etc. pp. Aber so eine Verwüstung, auch wie ihr da in Paderborn hier den Eingang da irgendwie komplett abgebaut habt, also, ey, das geht nicht. Ganz ehrlich, das geht einfach nicht. So, das kann einfach nicht wahr sein. Wirklich. Und ich distanziere mich davon. Und wenn das hier irgendjemand sieht, der mir zustimmt, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Natürlich sachlich, ne? Auch wenn ihr kritisiert und ihr sagt, Jin, ey, du hast gar keine Ahnung und du bist voll, also du verstehst das nicht. Dann bin ich auch durchaus bereit, mir natürlich Kritik anzuhören und durchzulesen, logischerweise bin ich immer, aber bitte konstruktiv, bitte bleibt sachlich und ja, das wäre mein Wunsch und ich hoffe, dass wir dann tatsächlich ab dem neuen Jahr bessere Zeiten von Hansa erleben und auch einfach wieder, ja, sowas erleben, wofür wir stehen, einfach ein Verein, wo die Fans einfach Treue halten, die den immer supporten, wo gefühlt fast jedes Auswärtsspiel auch ein Heimspiel ist. Ich bitte euch einfach darum, okay? So, das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Ja, ganz kurz sagen, einfach halbes Video rumgefühlt. Ja, aber wir haben noch ein paar Sachen zu tun. Und zwar, es wurde sich gewünscht, dass ich doch bitte dem Ivusic doch einen Trainingsplan geben soll. Ich habe nochmal nachgesehen, er hat einen Trainingsplan. Er hat tatsächlich einen Trainingsplan Torwart. Das Ding ist nur, er lernt nicht mehr dazu quasi. Das ist halt echt, echt sehr schade. Dann kam ein Vorschlag, ob wir nicht tatsächlich Neumann vielleicht die Kapitänsbinde entziehen. Ist drastisch, stimmt, aber könnte man wirklich tun? Wir behalten das nochmal im Auge. Einfach, also wieso Kapitänsbinde entziehen? Weil er sich so beschwert hat in der letzten Zeit und das ist irgendwie super, super anstrengend auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal, bevor wir weitermachen, auf jeden Fall auf die Scout-Liste. Da kann ich mal direkt sagen, wir haben einen kleinen Auftrag. Ich habe mal so eine kleine Analyse gemacht und, da gehe ich erstmal rein. Entschuldigt, dass das so absolut unvorbereitet rüberkommt, aber es ist tatsächlich vorbereitet, man glaubt es gar nicht. Also, uns wird verlassen Neidhardt, Hüsing, Köster, Rossipal. Tut natürlich etwas weh hier, weil Neidhardt und Rossipal fast beide eine Mio wert sind. Das Ding ist aber, ich kann die nicht verlängern. Wir haben aktuell keine Kohle. Das ist das Problem. Wenn die jetzt gehen, finde ich das halt nicht so schlimm. Ne? So. Aber auf jeden Fall aus dem Grund haben wir dann nur noch einen rechten Verteidiger und einen linken Verteidiger. Und wir brauchen auf jeden Fall einen IV-Ersatz. Das heißt, ich habe mir aufgeschrieben, für die nächste Saison LV, RV und IV-Ersatz suchen. Die quasi hinter Panthea und Amsa rumrödeln. Und ja, deswegen, wir gehen mal auf die Transferzentrale. Wir haben tatsächlich auch noch einen Scouting-Wunsch gehabt. Und das ist nämlich der Anderson von Eintracht Braunschweig. Das scheint ein Talent zu sein, tatsächlich. Er hat hier Flair. Den schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Dann habe ich schon mal für die IV gesucht. Leo Greimel, der Vertrag läuft nämlich aus. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. 1,87 groß, Österreicher, 23 Jahre alt. Könnte sich, also, ne, hat noch Entwicklungspotenzial.
Dann natürlich haben wir auch, stimmt, das soll ich nochmal dazu sagen, IV eben, Patrick Pfeiffer, Vertrag läuft auch aus. Den finde ich, das ist halt ein übelstes Biest, ne? Also schaut euch das Sprinttempo einfach an. Und wie groß ist der? Zu groß, Powerkopfball in der Luft abfangen. Hat er 1,96, also absolutes Biest. Wenn wir den vielleicht kriegen und aufsteigen, wäre natürlich top. Deswegen habe ich den mal aufgeschrieben. Wir brauchen natürlich auch vielleicht einen Stürmer noch für die erste Liga, der stärker ist, der tatsächlich Nilsson ablösen kann. Ich habe hier einmal Anastasios Dodonis. Den kennen noch vielleicht einige. Der ist ein alter Bekannter tatsächlich in der ersten und zweiten Liga. Der hat bei VfB Stuttgart, glaube ich, gespielt. Der war aber ausgeliehen immer, ne? Ich glaube von, ich weiß es gar nicht, von Arsenal? Ich glaube von irgendeinem Premier League Club sogar. Ist schon 28, ist älter. Boah, man weiß es nicht. Dann haben wir aber hier auch noch den Brasilianer Krizan. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Mega Beast. Schwacher Fuß, 4 Sterne. 1,91 groß. Finde ich auch richtig krass. Trotzdem gutes Tempo. Also so ähnlich wie tatsächlich Nilsson auch. Gute Stärke. Richtig gute Ausdauer auch, was mega strong ist. Wie gesagt, leider 28. Einen guten Abschluss hat er. Elfmeter geht auch einigermaßen. Und er hat einen guten First Touch und ist in der Luft halt quasi top, ne? Also Mega Beast. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Dann habe ich natürlich für die Scouting-Berichte habe ich hier neue angelegt. Und zwar, genau, das hier ist immer, läuft in einem Jahr aus. Da werden jetzt natürlich sehr viele Ablösefreie dargestellt. Das hier seht ihr selbst, Weltklasse-Talent. Dann haben wir hier natürlich den Stürmer, wo wir noch ein paar scouten werden. Wir haben hier einen rechten Verteidiger. Als Ersatz quasi, genau, die Innenverteidiger und linker Verteidiger. Die werden wir jetzt tatsächlich auch mal, ich habe tatsächlich, als ich das alles angelegt habe, wurden mir die nicht angezeigt, witzigerweise. Sehr spannend, warum das jetzt gerade passiert, also sorry, sonst hätte ich die tatsächlich schon auf der Scoutliste gemacht. Der hier ist zu alt, der finde ich, ja, wir scouten einfach mal durch, das ist okay. Ablösefrei ist eh top, also ich habe tatsächlich auch bei beiden eingestellt, RV und LV, ablösefrei, also tatsächlich nur, wenn, höchstens ein Jahr Vertrag, fand ich halt irgendwie ganz cool. So, dann weiterhin. Wir haben eine kleine Analyse gemacht, weil uns wurde nämlich gesagt, ey, Jin, bitte, ach, übrigens, das will ich noch sagen. Vielen lieben Dank wieder für die Mega-Kommentare. Also ihr seid wirklich der Hammer, dass du unterstützt und mir einfach das Feedback gebt, dass ihr Spaß an der Karriere habt. Das ist wunderschön für mich. Also wirklich, das ist, weil ich auch richtig, richtig Spaß an dieser Karriere habe. Und wenn ihr mir dann noch schreibt, ihr habt auch Spaß und wir zocken das, wie gesagt, zusammen hier so als so Art Trainer, Co-Trainer, Gespann irgendwie, keine Ahnung, Demokratie, Kram, macht mir das einfach nochmal mehr Spaß. Also wirklich vielen lieben Dank für euren Support, vielen lieben Dank für die vielen Kommentare und auch langen Kommentare. Ich lese das wirklich alles durch und ich lese das auch sehr, sehr gerne, ne? Also ist gar kein Problem, wenn ihr auch mal irgendwie einen Roman schreibt oder so. Gut. Dann haben wir mal analysiert, wer ist denn zufrieden, wer ist unzufrieden. Wir sind mal durch die Teamzentrale gegangen und ich zeige euch mal die Highlights. Also, tatsächlich Neumann, hätte ich gedacht, der ist super unzufrieden, weil er ja ständig alles kritisiert. Teamleistung, weiß ich nicht, warum das top ist, aber auf jeden Fall er ist super zufrieden, brauchen wir nichts. Kurtulus tatsächlich möchte gerne einen neuen Vertrag haben. Ich tippe, er will mehr verdienen. Er verdient aktuell ungefähr 5.000 und ich habe tatsächlich mal ausprobiert, was er so haben will, wie gesagt, es geht leider aktuell nicht, weil wir kein Geld haben, aber er will so ungefähr zu 7,2 bis 7,5. Dann haben wir hier tatsächlich noch den Rapp, der findet seine Spielzeit nicht ganz so gut. Natürlich jetzt, weil Zambrano verletzt ist, ist es eigentlich in Ordnung, dass er spielt. Dadurch kriegen wir das hoch, das ist halt ganz nice. Welche halt super unzufrieden sind, sind halt so Neidhardt, Kolke, Hüsing, Singh, Sabri Singh zieht alles extrem runter. Der wechselt ja auch in der Winterpause. Ja, dann hier Stamenic, sehr spannend, der findet seine eigene Spielerleistung zu schlecht, obwohl ich den super krass finde. Ich finde, der performt richtig, richtig gut, also verstehe ich absolut nicht. Ja, Zambrano verletzt. Ken Zombie auch mit dem Vertrag unzufrieden, würde gerne besseres Geld verdienen, ist in Ordnung. Ich meine, er hat eine 73, ist auch erst 25, aktuell verdient er so 5,1. Er würde gerne zu 10 bis 11 kommen, also da sollten wir auf jeden Fall mal, sollten wir mal schauen. Miranda, unser Jugendspieler, findet seine eigene Spielerleistung scheiße, obwohl ich den gar nicht so schlecht finde und ist mit der Spielzeit unzufrieden. Da arbeiten wir natürlich dran. Genauso wie Ernst auch, da arbeiten wir auch dran. Stimmt, wir haben als Tipp bekommen, dass wir unseren Ersatztorwart von der Bank nehmen, damit wir quasi einen Wechselslot mehr haben. Also nicht mehr als Slot, wir dürfen öfter wechseln, sondern noch ein Feldspieler mehr quasi. Genau, dann, ja, wie ich schon gesagt habe, Singh, der
Der ist, glaube ich, nicht happy. Der fliegt auf jeden Fall dann raus. Ja, unser Talent, Lichtes, schaut es euch an. Er ist einfach top. er ist einfach super. Ich kann meinen Entwicklungsplan gucken, ob ich ihn eigentlich schon zu Stürmer machen kann. Nee, kann ich noch nicht. Der Junge ist top. Also, absoluter Wahnsinn. Usun, tatsächlich auch noch relativ happy. Da war eine Überlegung, ob wir nicht eine Kurzleihe im Winter machen für Usun. Wäre vielleicht tatsächlich eine Idee. Wir gucken mal, wir überlegen da mal. So, Opoku, auch mit dem Vertrag unzufrieden, würde gerne mehr verdienen. Verdient aktuell 4,5 und würde gerne so zu 6, 5, 7. Müssen wir mal gucken. Und der letzte im Bunde oder die letzten zwei sind einmal Nilsson. Der ist auch mit seinem Vertrag unzufrieden. Kann ich verstehen, weil er ein kleiner Bomber quasi ist. Haut alles rein oder sehr, sehr vieles. Jetzt in der letzten Zeit ein bisschen chancentot gewesen. Aber der verdient gerade 7,2 und würde gerne zu 8, 9 kommen. Und der Lakenmacher ist auch mit seiner Spielzeit unzufrieden. Aber da versuchen wir ja auch dran zu arbeiten. So, Leute. Gut, das war's. Also super lange Vorgeschichte, I know. Und wir spielen vor der Winterpause, haben wir noch zwei Spiele. Wir spielen gegen Nürnberg und gegen Greuther Fürth. Und dann ist erstmal lange Winterpause. Nürnberg und Greuther Fürth. Deswegen gucken wir mal in die Tabelle, gegen wen wir am allerbesten spielen könnten. Nürnberg ist relativ weit oben, Fürth nicht so. Gut, dann würde ich doch einfach sagen, wir spielen Nürnberg und simulieren Fürth. Und dann geht's in die Transferphase und dann bin ich richtig gespannt, was dann noch so passiert, ey. Das wird richtig, richtig, richtig crazy. So, im Max-Morlock-Stadion. Stimmt, wir spielen sogar in einem echten Stadion. Das finde ich auch immer super cool. Und dann würde ich doch mal sagen, wir gehen hier direkt rein, Spieltag. Schauen uns natürlich hier Nürnberg nochmal an. Okunuki haben wir, den hatten wir auch mal auf der Scouting-Liste. War aber dann zu schlecht für unser Hangbo. Den kennt man doch auch. Woher kennt man den Hangbo? Woher kennt man denn Hangbo? Irgendwo erkennt man den, ne? Weiß gerade gar nicht genau. Horn und Dümann, okay. Hangbo. Moment, den würde ich auch mal gerne einmal ganz kurz mir angucken, weil ich glaube, weil das Ding ist, wenn ich das jetzt nicht direkt mache, dann habe ich es nachher vergessen. So, Hangbo. Irgendwas sagt er mir. 24. Gucken wir uns an. Leute, irgendwas sagt er mir. Ich weiß es nicht. Habe ich den in einem anderen Safe gehabt oder so? Keine Ahnung. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch einfach direkt rein. Und natürlich wird aber mal wieder der liebe... Wo ist er denn? Lichtes spielen natürlich. Der liebe Lichtes wird spielen. Und ansonsten bin ich, glaube ich, zufrieden. Ich glaube, ich kann mal den Conte, aber der ist nicht fit, ne? Der ist nicht ganz fit. Das ist total blöd. Nee, gut. Ups, ich glaube, eigentlich wollte ich den nicht für Nilsson einsetzen, sondern eigentlich wollte ich den einsetzen für Muslia. Machen wir mal so. Gut, und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir rein. Max-Morlock-Stadion, 13 Uhr, es ist angerichtet, der erste FC Nürnberg gegen den FC Hansa Rostock. Schiedsrichter ist Jascha zu Heide. Wir hoffen wenigstens in diesem Spiel bleibt es still. Und ja, es schneit. Also, Leute, viel Spaß bei dem Spiel. Let's go! Ja, Leute, hier haben wir die Hymne vom Club gehört. Und dann geht's los. Nürnberg stößt an. Mit einem chinesischen Stürmer anscheinend vorne, ne? Sehr spannend tatsächlich. Oh, da sind wir aber sehr offen hier gerade. Oh. Da kommt der Hangbo, wo auch immer ich den herkenne. Oh mein Gott, der ist ja... Oh Gott, ist der schnell. Woher kenne ich den denn? Hangbo. Zurückgelegt. Ivusic hat ihn. Gott sei Dank. Pantea auf Opoku. Ah, schade. Listisch wäre da gleich direkt mal gefragt gewesen.
Rapp. Oh, holt sich hier super den Ball, ne? Rapp ist einfach Hammer. Wirklich, der vertritt den Zambrano gerade richtig gut. Da können wir wirklich glücklich sein, so eine Breite im Kader zu haben. Oh, schade. Oh, ein Zombie. Ey! Ja, das war ja wohl faul hier. Angbo mit der gelben Karte. Ach Gott, oh Gott. Hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt, wa? Ja, kommt hier aber natürlich ganz klar zu spät. Ich verstehe gar nicht, warum schießt denn Nilsson eigentlich immer die Freistöße? I don't know. So, mal gucken, ob da was bei rauskommt. Wow. Der war ja... der war ja klasse. Der war ja fast richtig gut, der Freistoß. Stamenic, schöne Ballmitnahme. Oh nein, was macht ein Opoku da, Mensch? Oh, das ist aber nicht so gut. Das ist nicht so gut. Konter über Okonuki. Der ist natürlich ein bisschen fix unterwegs hier. Oh, 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 oh. Kurtulus, kommt da ran. Hangbo mit der gelben Karte. Gibt es einen Freistoß? Nein, okay, Gott sei Dank. So. Abstoß Ivusic. Oh, da wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht dahin machen. Gar nicht dahin spielen. Wo hat gerade Rapp da bitte hingespielt? Das war auch ein bisschen unklar. Ehrlich gesagt. Oh, die ziehen aber auch immer vorbei jetzt hier aktuell. Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Also die Außenverteidiger sind also absoluter Schrott gerade aktuell. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also. Keine Ahnung, was die da in dem Patch gemacht haben. So, Eckball, Hangbo. Amsa köpft hier raus. Oh, da müssen wir das dicht machen. Ivusic hat den Ball. Der ist aber ganz hochgesprungen gerade. So, Opoku. Ach, schade. Ich mehr in freien Raum spielen soll, hätte ich so einen R1 Laufpass machen sollen. Stamenic zieht hier vorbei. Auf Nilsson. Flankt hier auf Opoku, aber das war nicht so gut, ehrlich gesagt. So, Zhang Yuning. Jamara auf Flick. Oh. Schade, da wäre fast Lichess dran gewesen, ne? Ah, nein! Hangbo. Amsa passt hier auf. Oh. Oh, 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 oh. Ein Zombie. Nilsson bleibt hier am Ball. Ein bisschen Ball verteilen hier. Rapp. Stamenic. Rapp. Liestes. Setzt sich hier durch. Warum geht denn der Nilsson da nicht in die Zentrale? Das ist aber blöd, ne? Ah, ist das bitter, ey. Oh, Rapp hier fast am Ball gewesen, ey. Wie gesagt, Rapp verteidigt wirklich klasse. Also, hammermäßig, ey. Pantea. Hintenrum Spielaufbau. So, kein Zombie. Auf Nilsson, Nilsson, Nilsson. Was war das für ein Treffer? Aber ist mir total egal. 1:0 für den FC Hansa. Gustav Nilsson. Gerade noch als Chancentod bezeichnet. Zack, trifft er und denkt sich so: Gin Tonics, mein lieber Trainer. Das sehe ich aber anders. Schöner Pass von Kinzombie. Und wie hat er den denn gemacht? Das war ja ganz wild. Vor allen Dingen Torwart-Ecke. Also ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Was macht denn der Torwart da? Der fällt ja schon viel früher hin. Aber soll uns egal sein. Gustav Nilsson. 10 Tore in 16 Partien. Immer noch Top-Torjäger in der Liga tatsächlich. Und wir bezeichnen ihn als Chancentod. Also ich lache mich kaputt eigentlich.
So, Dümann. Wie ist das? Ah, verdammt, da wollte ich ihn eigentlich hochschicken gerade. Also hochschicken, also einen hohen Ball spielen. Aus. Jawohl. Einwurf für Hansa. Rapp hier am Ball. Also Rapp gefällt mir wirklich richtig, richtig gut, ne? Der gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ivušić hier weiterhin mit super wenig Gegentoren. Wir haben 6 Gegentore tatsächlich. Ganze 6 Gegentore in der Rückrunde. Es wäre ein Träumchen, wenn das Hansa in echt auch schaffen würde. Also da ist ja die Abwehr aktuell offen wie so ein Scheunentor. Aber wir haben halt hinten in der Abwehr jetzt auch nicht so die spielerische Qualität, ne? Also, naja, schon. Der Hüsing ist auf jeden Fall. Also ich freue mich auch so, dass Hüsing wieder da ist. Der bringt da auf jeden Fall wieder mal ein bisschen Sicherheit rein. Oh, das ist nicht so gut. Ivušić hält. Oh mein Gott. So ein krasser Typ. Ja, der bringt da hinten richtig Sicherheit rein und strahlt das auch aus und so. Und ja, eigentlich habe ich jemanden geschickt. Es bewegt sich einfach keiner. Auch gut. Schöner Pass von Listes. Oh mein Gott, Nilsson. Wie kann man den denn verhauen? Oh, da hätte ich einfach selbst einfach durchlaufen sollen, ne? Oh mein Gott, was ein Flugkopfball. Oh mein Gott, bitte nicht, ey. Die einfachen Dinger, ne? Die kriegt er nicht hin, ne? Aber die schweren, also, I don't know. Was mit dem los ist immer. Und ich verstehe nicht, warum wir einfach so tief hinten sind. Ja, so tief hinten stehen. Das ist ganz merkwürdig auch. So, Rapp. Das war nicht so gut. Wie steht's? Oh, sehr schön. Opoku. Ja, der Pass war ja grandios. Ich habe gerade volles Rohr durchgedrückt da. Und dann kommt da so ein Ding raus. Also das war ja wohl auch eine Katastrophe gerade. So, Handwerker. Kinzombie ist durch. Und Kinzombie ist schnell. Kinzombie ist sehr schnell. Leg nochmal zurück auf Nilsson. Nilsson schießt und... Oh mein Gott, was ist das? Liestes mit dem Kopfball. Ah. Ja, da kommt Opoku nicht ran, ne? Dafür ist er dann zu langsam. So, Pantea versucht hier den Passweg zuzumachen. Macht er auch. Richtig nice. Ah, oh, zu weit, ne? Zu weit. Leider zu weit. Flick. Pantea, hier gegen Ukunuki. Ball zurück, schöner Spielaufbau, aber wir wollen das tatsächlich wechseln, natürlich. Und natürlich kommt hier... Miranda und Hansson, unsere Jugendspieler, logischerweise. Und tatsächlich, ich würde mal sagen, Listes geht runter und der Lakenmacher kommt. Obwohl, wir können Muslia einwechseln. Machen wir mal so. Ja, der Pass war auch echt gewagt, irgendwie so ein klein wenig. Ach, Nilsson, das war nicht so gut. Oh, Staminic. Klasse, ey. Oh, ein Zombie. Komm, Rapp, komm. Ah, ist zu langsam, ne? Einfach zu langsam, der Rapp. Oh, 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 Okumuki. Pantea gewinnt hier den Ball. Richtig stark. Ein Zombie. Hat hier ein bisschen Platz. Ah, der ist zu weit, ne? Ja, der ist zu weit. Nicht gut. Nicht gut, aber egal. Wir können so zumindest wechseln. Ein Viererwechsel ist das sogar, glaube ich, ne? Wenn ihr alles täuscht. So. Angbo.
Lakenmacher. Läuft hier mal ein bisschen an. Rapp ist ein bisschen langsam, ne? Also wirklich, die Außenverteidiger, das ist also nach dem Update, das ist so eine Grütze. Ah, Miranda. Oh, zu weit vorgelegt, zu weit. Ne, hat er noch. Den hat er noch. Krass. Muslia legt hier ab auf Miranda. Miranda. Probiert es selbst. Und schießt komplett daneben. Eieieiei. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut, Leute. Aber der lässt sich richtig gut spielen, ne? Also. Muss man mal sagen, so. Wieso sind wir so weit hinten? Das ist ganz komisch immer. Finde ich. Hansson. Ah. Kommt Lakenmacher leider nicht durch. Kommt er leider nicht durch. Ist das Benjamin... Ist das Benjamin... Görler? Man weiß es nicht genau, ne? Man weiß es leider nicht genau. Oh, Rapp versucht hier den Ball zu holen. Oh, holt er auch fast. Oh, Lakenmacher. Lakenmacher holt sich hier den Ball. Er ist durch. Lakenmacher ist durch. Und er macht ihn nicht. WTF? Lakenmacher. Oh, Mensch. Da kann aber Gin Tonics auch echt nicht zufrieden sein. So, das ist nicht so gut. Ah, schade. Oha. Warum pfeift er denn nicht ab? Ja, 1:0 gewinnen wir gegen Nürnberg. Das ist doch nice. Das ist doch nice. Wenn Bochum jetzt tatsächlich nicht gewonnen hat, dann sind wir Herbstmeister. Was war das gerade? Okay, das war sehr, sehr merkwürdig. Ivusic wird hier tatsächlich interviewt. Der ist natürlich wieder mal zu Null im Spiel, also super strong. Unsere Abwehr steht einfach und dann haben wir noch so einen klasse Rückhalt. Ist einfach auch der stärkste Spieler im Team. Der hat eine 77. Mega krass. Vielen Dank, dass Sie kurz. So, jetzt stellen wir uns auch mal der Presse. FC Hansa Rostock hat bisher 10 Spiele ohne Niederlage. Gehen Sie davon aus, dass es so weitergehen wird? Naja, ich bin ehrlich, es kommt natürlich nicht darauf an, aber wir hoffen natürlich, dass es so weitergehen kann. Ich bin auf jeden Fall dabei. Sie konnten den Sieg heute schon vor der Pause klar machen. Sind Sie zufrieden mit dem Spielgeschehen im zweiten Durchgang? Ja, eigentlich schon. Also, oder was heißt eigentlich? Ich kann den Jungs tatsächlich keine, also sie gar nicht großartig kritisieren. Das Einzige, was ich kritisieren kann, ist, dass einige Halbchancen wirklich liegen gelassen worden sind. Da schaffen wir es einfach nicht, den letzten entscheidenden Pass zu spielen oder auch den letzten entscheidenden Laufweg im Prinzip zu machen und natürlich leider haben wir die ein oder andere Chance liegen gelassen. Also wir könnten auch, also wir hätten auch höher gewinnen können, aber natürlich habe ich dem Team vertraut und wir waren auf jeden Fall das bessere Team. Sie konnten die Wende noch schaffen und haben das entscheidende Tor gemacht. Hatten Sie vor dem Spiel dieser beiden so ausgeglichenen Teams Zweifel, dass es einen Sieg geben würde? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe einfach dem Team vertraut, wie ich ja schon gesagt habe. Die Jungs machen wirklich einen klasse Job. Wir sind top motiviert. Sie hauen tatsächlich jede Woche im Training alles rein und dann am Wochenende natürlich auch. Und ich habe den Jungs vertraut. Sehr gut. Vielen Dank. Bitte keine weiteren Fragen. Und damit sind wir Herbstmeister, weil Bochum verloren hat. Okay, krass. Gegen wen? Gegen wen hat Bochum verloren? Gegen Magdeburg. Alles klar, dann liebe Grüße nach Magdeburg. Vielen lieben Dank für die Schützenhilfe. So, wir haben 2 Nachrichten. Was haben wir denn hier? Danke, dass ich so oft in der ersten Mannschaft spielen darf. Ich werde mein Bestes geben. Ich bin stolz auf dich natürlich. Wenn sie mich nicht öfter einsetzen, werde ich über meine Zukunft hier nachdenken. Kann ich natürlich verstehen, aber du gehörst natürlich weiter zum Team. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir weiter zu Fürth. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein paar Abschlussberichte. Davinson Martinez hat auch eine 67 wie Rossipal aktuell. Tempo, Antritt, Beweglichkeit, Sprungkraft. Ja, okay. Ballkontrolle 71. Ja, sieht eigentlich okay aus. Aber ich würde tatsächlich sagen, das machen wir in der nächsten Folge, gehen wir das durch.
Hallo, Boss, ich wollte mich bedanken. Okay, jetzt ist wieder alles im Lot, genau. Wir schauen uns das tatsächlich, glaube ich, in der nächsten Folge an. Wie es da aussieht, weil dann können wir dann nämlich auch uns das tatsächlich so ein klein wenig anschauen. So, wir spielen gegen Fürth. Da spielt Srebeni auch mit einer Hansa-Vergangenheit. Mal gucken, wer hat noch eine Hansa-Vergangenheit. Das war's. Asta ist natürlich super krass, das stimmt. Meierhofer auf der Bank. Rogota tatsächlich auch auf der Bank. Heftig. Asta und Konzbruch sind auf jeden Fall wichtige Spieler. Warum ist Asta wichtiger Defensivspieler? Man weiß es nicht. Gut, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir doch direkt rein. Bleach-Test, nee, der bleibt mal jetzt auf der Bank tatsächlich. Und wir machen mal hier eine Schnellsimulation. Und wir spielen unentschieden. Was ist da denn los? Abiyama, alle 4 Tore passieren in der zweiten Hälfte. Opoku gleicht für uns dann noch aus. 3 Minuten nachdem Fürth in Führung gegangen ist. Heftig. Fürth hat sogar auch mehr Ballbesitz. Not bad, not bad. Und damit sind wir aber immer noch Herbstmeister, was ganz nice ist. Und das einfach auch mit 7 Punkten Vorsprung. Richtig geil. Und das erste Spiel wird gegen Darmstadt gehen, gegen den dritten. Krass. Krass, 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 krass. So, hier müssen wir natürlich dann jetzt gleich ein Auge drauf haben. Er muss auf jeden Fall... Bissigkeit müssen wir hier wieder reinhauen. Bei den Leuten. Und... Wieso ist Lakenmacher noch so krass? Okay. Ach, die sind alle noch so krass. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Braucht doch gar nicht mehr so heftig sein. Ihr seid doch schon wieder alle fit einigermaßen. Dass ich das immer vergesse mit den Trainingsplänen, das gibt's doch gar nicht. So. Alle ausgeglichen. So, alles gut. Alles tutti. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe euch dieser... Ja, oder ich hoffe euch, genau. Richtig. Ich hoffe, dieser kleine Real Talk tatsächlich hat euch gefallen. Schreibt es mal unbedingt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht beobachtet ihr ja Hansa so im Real Life auch ein klein wenig mehr jetzt, entweder durch die Karriere bei mir oder weil ihr Fan seid oder Sympathisant oder wie auch immer. Schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein kostenfreies Abonnement. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.